war eine ziemlich wilde Geschichte, oder wie wir sagen würden, ein ziemlich wilder Ritt auf dem Bullen von Spielberg. Drum the Bull zur Wiederaufnahme der Formel 1 am Red Bull Ring in Österreich. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und dazu mehr dann später in der Sendung. Drum the Bull. Zu meinem Geburtstag am 29. Mai werde ich angerufen. Ich war irgendwie ziemlich genervt schon, weil ich hatte viele Geburtstagsanrufe und eigentlich freut man sich drüber, aber bei mir ist so immer, wenn ich zum Geburtstag angerufen werde und man gratuliert mir, dann fühle ich mich irgendwie schlecht. Insofern bin ich froh, wenn mich niemand anruft und bekomme da einen Anruf, der nicht mit meinem Geburtstag zu tun hat. Und dann war ich schon happy. Und da sagte jemand, ein guter Bekannter zu mir, hey Martin, komm doch bitte an den Red Bull Ring, das ist in der Steiermark, südlich von hier, im Süden Österreichs, und probier diesen Bullen aus, diesen Stahlbullen, der 15 Meter hoch ist, aus Stahl, ein Monument, das da an diesem Red Bull Ring steht. Ich komme dorthin, ich fahre dorthin, ich spiele das an und denke mir, wow, dieses Monument, das klingt fantastisch. Der klingt nämlich nicht nur pick, 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 sondern macht einen Schlag und es macht. Und zwar, das liegt daran, dass das Ding hohl ist innen. Also habe ich nachgedacht, habe mir gedacht, wie soll denn das gehen? Denn die rationale Antwort wäre gewesen, zur Eröffnung der Formel 1, das 3 Wochen später stattfinden sollte, ist das nicht zu machen. Das ist zeitlich einfach nicht zu stemmen. Aber ich bin großer Motorsport-Fan, ich bin großer Formel 1-Fan und dachte, wow, das will ich ausprobieren. Also habe ich viele Musiker angerufen. Ich habe ein Konzept erstellt mit verschiedensten Musikteilen, die ineinander funktionieren sollten. Wir haben eine Partitur gemacht. Dann haben wir nachgedacht, welche Motorsportgeräte haben wir zur Verfügung. Ein Formel-1-Renner, MotoGP, Moto2, NASCAR, Porsche, den Air Racer, den Paris-Dakar-Truck. Und so habe ich mir gedacht, diese verschiedenen Vehikel, die baue ich ein in die Partitur. Und zwar nicht einfach so, ja, jetzt fährst du mal rein und dann werden wir deinen Sound aufnehmen und das werden wir dann irgendwie reinpflanzen in die Partitur. Nein, es ist genau abgestimmt. 8 Minuten dauert dieser Clip und es ist meine musikalische Hommage an den Motorsport. Es gab da ein oder andere, die dann gesagt haben, na, das ist irgendwie komisch, ein Musiker, Motorsport, Umweltverschmutzung und so weiter und so fort. Mit dieser Kritik kann man sich auf jeden Fall auseinandersetzen. Trotzdem finde ich aber, dass man seiner Leidenschaft auch mal nachgeben darf. Und das habe ich in diesem Projekt gemacht. 7:45, Drum the Bull. Der Beginn, der Pulsschlag auf dem Bullen. Ich stehe auf diesem 20 Meter hohen Tier. Mit meiner Trommel und Sie hören den Pulsschlag. Dann öffnet sich die Garagentür, der Formel-1-Fahrer zündet seinen Motor in seinem Formel-1-Auto und es geht los. Sie hören also die erste Auseinandersetzung zwischen den Schlagzeugern auf dem Bullen und dem Formel-1-Auto. Dann kommen die Moto2s rein. Ja, das ist so eine Art Duell. Duell zwischen den Moto2s, die auf Basis eines 1/16-Grooves, den wir am Bullen seitlich hängend, also quasi auf den Oberschenkeln des Bullen, spielen. Dann kommt diese Szene mit dem Air Racer. Wir spielen auf dem Bullen. Und das ist die 3, wo ich jetzt geklatscht habe. Und genau in diesem Moment sehen Sie, wie der hinter dem Bullen mit Rauch vorbeizieht. Dann kommen Porsche GT und das NASCAR. Die haben einen besonderen Sound. Ja, das ist ein knatternder, lauter, recht ruppiger Sound. Das wollten wir unbedingt verbinden mit den Taiko Drums. Und dann machen die sogenannte Donuts. Das heißt, das sind diese Kreise, die sie machen, wo sie den Gummi quasi auf der Fahrbahn niederreiben. Von den Donuts geht's auf unser kleines Schlagzeugfil auf dem Bullen. Wir wollten eigentlich so eine kleine Session machen und hatten da Sicherheitsleute, die uns angegurtet und angebunden haben, dass wir von diesem Ding nicht runterfallen. Von dort dann zu Cameron Carpenter. Auf dem Paris-Dakar-Truck, und zwar in einer Bach-Intermission, die dann überführt in einen Chor. Denn was mir ganz wichtig an diesem Projekt war, war auch, die Leute, die dort leben, zu zeigen. Ja?
Also haben wir die Chorsänger an den Ring geholt, um den Schluss aus Mahlers zweiter Sinfonie, der Auferstehungssinfonie, zu singen. Und dort heißt es dann im Text, hast du geschlagen. Das ist dann, wo diese großen Hämmer auf den Bullen einschlagen. Und wenn sie mit diesem Hammer auf diesen Bullen schlagen, dann klingt es wie ein Blitzeinschlag. Dann Martin Angerer, Solotrompeter des BR-Symphonieorchesters im Helikopter mit seinem Zarathustra-Thema. Und dort fröne ich auch meiner Filmleidenschaft, denn Sie sehen, wie der Helikopter hinter dem Bullen aufsteigt, wie bei Apocalypse Now. Das wollte ich genau so haben und es ist so wunderschön. Ich habe mir das im Schnitt so oft angeschaut und habe mir immer gedacht, genau so sollte es sein. Dann geht's weiter mit dem Hitting the Pedals. Und zwar wollten wir dort unbedingt, dass die Formel-1-Autos und die Rennautos mit ihren Schalten und mit ihren Bremsen quasi Schlagzeug-perkussiv nachspielen. Ballet-Mechanik würde man dazu sagen. Das heißt, dass sie die Sechzehntel und die Triolen, die die Formel-1-Fahrer mit ihren Füßen und mit ihren Händen beim Schalten machen, ins Schlagzeug übertragen. Und dann der große Schluss mit Zarathustra in einer Version für Band und Pipe-Drum, wo sie dann die Flying Bulls sind. Dort hatte ich einen Moment, den werde ich nie vergessen. Ich stehe auf diesem Bullen und in der Partitur heißt es, dass der Pilot direkt ganz gerade auf den Bullen zuhalten muss. Und normalerweise, wenn man ein Flugzeug sieht, dann schaut man rauf und sagt sich, oh, schön, ein Flugzeug. Ich habe dem Piloten ins Auge geschaut, wie der auf uns zugehalten hat. Und das ist ein Moment, den werde ich so nicht mehr vergessen, weil das war unglaublich. Ja? Face to face, Trommler und der Pilot im Flieger. Und kurz bevor er vor dem Bullen war, hat er so eine kleine Rechtsschleife gesehen, wo er über den Leonhard Schmiedinger und seine Pauke drüber fliegt. Also es war ein besonderes Projekt. Es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Wir hatten genau 26 Tage vom ersten Tag der Idee bis zum Abschluss, wo wir es dem Publikum präsentiert haben. Und in 26 Tagen muss uns das so auch erstmal einer nachmachen. Danke vielmals und halten Sie uns auch im Herbst Ihre Treue. Liebe Grüße aus dem, ja, jetzt schon ein bisschen bewölkteren Österreich. Ihr Martin Grubner.